Wir wollen über die Sozialform bei Prüfungsformaten sprechen. Und zumindest ich dachte zuerst, naja, einzeln ist da das prototypischste, was ich mir vorstellen kann an Grundfesten von Prüfungsformaten, aber das muss nicht so sein. Und das werden uns erklären Anna Reuter und Christian Albrecht. Anna Reuter ist Lehrerin am Berufskolleg und Fachleiterin an zwei Zentren für schulpraktische Lehrerinnenausbildung, nämlich in Köln und in Leverkusen. Christian Albrecht ist an der FAU Erlangen-Nürnberg wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur. Ganz herzlichen Dank schon mal fürs Kommen. Wir fangen mal ganz einfach an. Der Regler Sozialform heißt auf der einen Seite einzeln, auf der anderen Seite zusammen. Was ist damit gemeint? Die beiden Pole sind eigentlich selbsterklärend. Einzeln heißt, dass die Schülerinnen und Schüler das Prüfungsformat alleine bearbeiten sollen, und zusammen bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, die jeweiligen Aufgaben im Partner- oder in Gruppenarbeit zu bewältigen. Viel spannender als die Erklärung für diese beiden selbsterklärenden Pole ist vielleicht die Frage, warum wir die überhaupt so definiert haben oder warum uns das überhaupt wichtig ist. Und da gibt es zwei ganz grundlegende Ansätze, über die wir vielleicht ganz am Anfang erstmal nachdenken sollten. Und zwar das eine ist, was Leistung damals in der Buchkultur noch bedeutet hat. Und zwar hat man Leistung immer gefasst als Ausdruck eines individuellen Wissens, eines individuellen Könnens, eines individuellen Wollens, und geprüft wurde immer der einzelne Mensch. Und dieser einzelne Mensch sollte das Wissen dann möglichst auswendig lernen und in Prüfungssituationen dann eben reproduzieren und anwenden können. Und heute leben wir aber, so sagt es Felix Stalder, oder er hat den Begriff nochmal maßgeblich geprägt, in einer Kultur der Digitalität. Und diese Kultur der Digitalität, die ist geprägt von Vernetzung und von Gemeinschaftlichkeit. Und Lernen vollzieht sich eben heute als offener Austausch zwischen Personen. Und diese Personen, die wissen unterschiedlich viel und die machen unterschiedliche Erfahrungen. Und diese Erfahrungen und dieses Wissen wird zusammengebracht. Und so kommt es dann letztlich zu einer Verschiebung von der Priorität des Individuellen, von der Leistung des Individuellen hin zu einer Priorität des Sozialen oder einer Leistung des Sozialen. Und gleichzeitig haben wir uns die Frage gestellt, das war unser zweiter Ansatz, ob Leistung denn überhaupt jemals individuell war oder ob eigentlich individuelle Leistung nicht eher ein Mythos ist. Und zwar ganz einfach, wenn man an Bildungsgerechtigkeit oder Bildungsungerechtigkeit denkt, denn in keinem anderen vergleichbaren Land ist der Schulerfolg so abhängig von der ethischen und der sozialen Herkunft wie in Deutschland. Und deswegen plädieren wir für kollaborative und für kommunikative Prüfungsformate. Deswegen dieser Schieberegler. Ja, aber gleichwohl sind aktuelle Prüfungsformate eben nach wie vor auf Einzelleistungen ausgerichtet und den entsprechenden Nachweis dieser Einzelleistung, das wird ja nach wie vor tatsächlich nicht hinterfragt. Und wir glauben aber, dass demgegenüber eben auch der Kernauftrag der Förderung individueller Begabungen steht, individueller Entwicklungspotenziale. Und da ist es tatsächlich eine fragwürdige Vorannahme, diese standardisierte Einzelleistung könne dafür eine objektive Grundlage bilden. Also alle zum gleichen Zeitpunkt, im gleichen Zeitrahmen, am gleichen Ort, mit den gleichen Aufgaben, schlussendlich sogar mit den gleichen Erwartungen an diese ja doch mit unterschiedlichen Kompetenzen ausgestatteten Schülerinnen, dem zu begegnen, ist natürlich fragwürdig an der Stelle. Ein weiterer Aspekt, den wir vielleicht schon kurz anreißen können, wenn wir diesen Schieberegler heranziehen, wenn wir das gewährleisten, dann kommen natürlich auch Leistungen in den Diskurs. Ich tausche mich aus mit Schülerinnen, Mitschülerinnen und Mitschülern über den Lerngegenstand, über mögliche Lernprodukte, über unsere Stärken, über mögliche Stolpersteine im Prozess, Hilfsmittel, die wir heranziehen können. Und da, denke ich, werden eben unsere Kompetenzen an der Stelle auch explizit. Ein Beispiel, das mir dazu gerade eingefallen ist, ich habe mal ausgewertet, wie sehr die Nobelpreise an ein oder mehrere Personen vergeben wurden. Und im Standard ist es tatsächlich inzwischen so, dass es an drei Personen geht. Mehr sehen die Nobelpreisregularien nicht vor. Es gibt nur eine Ausnahme, der Nobelpreis für Literatur wird immer noch an eine Einzelperson vergeben. Ihr habt bestimmt noch mal praxisnähere Beispiele. Könnt ihr davon erzählen? Ja, also wir haben etliche praxisnahe Beispiele. Jetzt weiß ich nur gar nicht, ob das so spannend ist, die jetzt hier tatsächlich zu beleuchten. Wir haben auf unserer Homepage auf prüfungskultur.de haben wir etliche aufgeführt, sondern vielleicht muss man noch eine Ebene über das Beispiel drüber gehen und über das Format an sich nachdenken und gucken, was ist denn da sinnvoll, was ist denn da förderlich. Ja, das glaube ich auch. Und das haben wir tatsächlich auch im Vergleich all der Beispiele, die uns mittlerweile zur Verfügung gestellt worden sind, von Seiten der Community wunderbar bestätigt gefunden, dass komplexe, divergierende Problemstellungen in aller Regel möglich machen, dass ja, die Vielfalt, von der wir eben auch sprachen, zum Tragen kam. Und wenn das dann noch gemeinsam geplant wird,
von den Lerngruppen, man gemeinsam über die Zielsetzung in den Diskurs geht, zum Verfahren Vereinbarung trifft und damit ja auch ein Stück weit kompetenzorientierte Rollen, Funktionsverteilung vornimmt, wer kann was besonders gut, dann bildet das unserer Ansicht nach die Vielfalt eben in besonderer Weise ab. Und dann werden auch individuelle Potenziale sehr gut sichtbar. Also um es auf den Punkt zu bringen, Orientierung am Projektlernen, an offenen Aufgabenstellung, an komplexen Aufgabenstellungen, das ist ganz bestimmt ein guter Repräsentant für tragfähige Beispiele. Ja, und ich finde, da sieht man auch, wie eng eigentlich die einzelnen Schieberegler zusammenhängen. Also die Aufgaben hast du gerade schon genannt, Anna. Noch Produktschritt machen wir zunehmend, das Hilfsmittel und Material, auf die könnte man verweisen. Also insgesamt, glaube ich, gewinnen Formate an Bedeutung, die standortunabhängig funktionieren, die auf gelingende Vernetzung mit Peers basieren, aber auch eben mit Experten. Gleichzeitig gewinnt das Feedback in den Formaten große Bedeutung, einmal eben von Mitschülerinnen und Mitschülern, dann natürlich von der Lehrperson, aber eben auch das Feedback von außerschulischen Expertinnen und Experten. Und das wiederum macht gleichzeitig die Wichtigkeit von sozialer Kompetenz deutlich, finde ich. Wie verändert sich das Lernen, wenn Prüfungen sich in diese Richtung verändern? Naja, wenn wir über den Schieberegler Sozialform sprechen, dann natürlich das soziale Lernen zunächst einmal. Ne? Aber wir haben es ja eben auch schon angedeutet, metakognitives, prozeduales Lernen bekommt deutlich mehr Raum. Denn wenn ich wie eben von der gemeinsamen Konzeptionierung der Lösungsstrategien spreche, dann ist das natürlich eine metakognitive Herausforderung für das gesamte Team. Das heißt, da werden Qualitätsaspekte, da werden Problemstellungen doch deutlich bewusster und damit nicht zuletzt sicherlich auch Gelingensbedingungen. Und auch das ist vielleicht schon deutlich geworden. Das erlaubt natürlich auch dann die eigenen Kompetenzen in den Abgleich zu bringen, zu wissen, inwieweit man auch in Peer-Feedback-Prozessen auf Kriterien zurückgreifen kann, das ausdimensionieren, ausdifferenzieren kann und ja viel stärker auch das soziale, das gemeinsame Lernen vorantreiben kann. Das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt zu sein. Ja, und vielleicht ergänzend dazu noch, dass ich natürlich das Lernen verändert, aber auch die Rolle, die die Lehrperson einnimmt. Also sie wird nicht mehr oder bleibt nicht mehr der Wissensvermittler oder die Wissensvermittlerin, sondern wird vielmehr Lernbegleiter oder Lernbegleiterin, die dann eben in den sozialen Prozess eingebunden ist. Inwieweit trägt diese Frage zu zeitgemäßer Bildung bei? Ja, das ist eine spannende Frage, wo man auch ganz groß ausholen kann. Und zwar, um nochmal auf diesen Paradigmenwechsel einzugehen, den ich vorhin schon angesprochen habe. Die Netzkultur oder die digitale Transformation macht eigentlich zuverlässige Prognosen über die Zukunft schon deswegen unmöglich, weil sich in der Sphäre des Digitalen alles in einem wahnwitzigen Tempo verändert und sich Innovationen gegenseitig ablösen. Also wir wissen nicht mehr, was in 5 Jahren noch an Kompetenzen relevant ist. Immer mehr Bereiche lassen sich automatisieren, immer mehr Tätigkeiten können von Maschinen besser und schneller erledigt werden als von Menschen. Und vor diesem Hintergrund wird eigentlich seit geraumer Zeit diskutiert, welche Kompetenzen denn in der Schule noch oder in der Schule der Zukunft oder von Belang sind und welche besondere Wichtigkeit erlangen. Und unter dem Schlagwort der 21st Century Skills firmieren dann eben neben der Kreativität und dem kritischen Denken auch Kollaboration und Kommunikation. Das über verschiedene Kanäle und eben in komplexen und nicht zuletzt auch in multiperspektivischen Lernsettings. Ich denke, man kann es auch nicht oft genug sagen, wenn du nach zeitgemäßer Bildung fragst, Jöran, dann geht es natürlich auch immer um Gemeinschaftlichkeit, um das aktive Mitgestalten eines demokratischen Prozesses in einer ja sich eben schnell wandelnden Lebens- und Arbeitswelt. Und da Metakognition, Reflexion, Kenntnisse über die eigenen Stärken und Entwicklungspotenziale zur Verfügung zu haben, ist sicherlich eine ganz wesentliche Voraussetzung. Gehen wir mal davon aus, ich wäre jetzt überzeugt und möchte anfangen und nicht über Nacht das System umstürzen, sondern vielleicht mal ein Stück weit den Regler nach rechts schieben. Was kann ich tun? Ich würde sagen, bei den Lernprozessen anzusetzen.
Also in Anlehnung an das Projektlernen, da sprach ich ja eben schon von komplexe, längerfristige Lernvorhaben gemeinsam mit den Schülerinnen entwickeln und dann eben sukzessive auszubauen. Und das fortwährend begleitet durch Metaunterricht, Reflexionsphasen natürlich nicht zuletzt Teamorientierung als roten Faden immer mitzudenken. Um es vielleicht noch ganz konkret zu machen, was auch eine niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeit für diesen Schieberegler ist, ist, wenn man Einzel- und Gruppenprüfungen miteinander kombiniert. Das kann man in einem Zwei-Stufen-Verfahren machen. Also beispielsweise könnten Schülerinnen und Schüler Aufgaben erstmal alleine bearbeiten, also zum Beispiel in Form einer Open-Media-Klausur, und ihre Ergebnisse dann individuell einreichen. Und anschließend in der zweiten Stufe erhalten die Schülerinnen und Schüler dann die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum die verschiedenen Bearbeitungswege, die in der ersten Phase entstanden sind, sowie die eingereichten Lösungsvorschläge, also die individuellen Lösungsvorschläge, in Kleingruppen dann nochmal zu diskutieren. Das kann dann online geschehen, das kann in Präsenz geschehen, kann unter Einbezug kollaborativer Plattformen diskutiert werden. Also da stehen alle Möglichkeiten offen. Und auf dieser Grundlage, also auf dieser kollaborativen, kommunikativen Grundlage, können dann die einzelnen Lernenden nochmal ihre ursprüngliche Antwort überarbeiten, können sie dann nochmal einreichen und auch ein Kollektiv nochmal ein Gruppenergebnis erstellen. Also da haben sie die Auswahl. Man kann es freistellen, dass man sagt, okay, zweite Stufe ist, ihr reicht eure Antwort als Gruppe ein oder ihr sagt, nee, ich möchte meine Antwort nochmal individuell einreichen. Und die Lehrerin oder der Lehrer, die hat dann die Möglichkeit oder der hat dann die Möglichkeit, in der Bewertung beide Ergebnisse, beide Bearbeitungsphasen zu berücksichtigen. Nehmen wir an, nicht die ganze Welt ist sofort begeistert von der Idee. Was kommt dann für typische Einwände, für Bedenken, auch für Schwierigkeiten in der Praxis? Naja, du wirst es dir schon denken können. Aktuell gilt im Prüfungskontext kooperativ bearbeitete Leistungen, Austausch, das ist regelwidrig, ne? Das ist ein Täuschungsversuch. Unser Kerngegenargument ist, dass eben diese isolierte Einzelleistung tatsächlich die Lebenswelt, die spätere berufliche Welt unserer SchülerInnen nicht abbildet. Darüber hinaus, wir haben eben schon über Projektlernen gesprochen, diese komplexen Aufgabenstellungen mit offenen Lösungswegen, mit vielfältigen Lösungswegen, die es dann zu identifizieren gilt, naja, da hat Schummel ja letztlich überhaupt keine Relevanz mehr. Und insofern hoffen wir, dass dieser Aspekt des Täuschungsversuches doch deutlich in den Hintergrund treten kann. Ja, und noch ein typisches Gegenargument ist, dass unser Schulsystem sehr auf Noten und auf Zeugnisse ausgerichtet ist und man davon ausgeht, dass Einzelnoten eine Grundlage für individuelle Förderung sind. Ein Gegenargument wäre, dass Noten in Zeugnissen eigentlich nicht individuelle Begabungen abbilden, die aber für eine zeitgemäße Prüfungskultur ganz wichtig sind. Und das Problem an Noten ist, dass sie, und das zeigen ganz viele Studien schon seit langer Zeit, dass Noten weder objektiv sind, noch dass sie valide sind. Also sie sagen eigentlich wenig tatsächlich über die gesamten Leistungen eines Schülers oder einer Schülerin aus. Und viel wichtiger und viel zeitgemäßer wäre eigentlich ein differenziertes Feedback, das kriteriengeleitet ist, das durchaus eben auch auf individuell vereinbarte Ziele ausgerichtet ist. Und nur so glauben wir, dass man auch wirklich individuelle Förderung gewährleisten kann. Und dazu gehören dann eben schlussendlich auch kollaborative, kommunikative Prüfungsformate, die in die Leistung mit einfließen und ja auch individuelle Leistungen, die dann wiederum in kollaborative Formate einfließen. Ja, also es ist ein gegenseitiger oder gegenseitig wirksamer Prozess. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke an Anna Reuter und Christian Albrecht.